Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Trine. Wir gehen in die Heartland Mines. An earthquake had rocked the pedestal, destroying the shrine that surrounded the artifact of body and matter. The charms that had protected the third artifact broke, and it was stolen. Even worse, it was paired with the artifact of mind and power. Without the artifact of soul and righteousness, the power of the artifacts became twisted and brought to life creatures of bones and dust, capable of moving, but lacking soul and meaning. The Trine was the only thing that could bring back balance to the world. Dann legen wir mal los. Oh. All this jumping around, it's not for grown men. I wish I could rest. Oh Gott. So, danke. Ja, irgendwie gefiel mir, glaube ich, das letzte Setting besser. Jetzt wieder Ruinen, das ist jetzt nicht ganz die Definition von innovativ, neu, spektakulär, was weiß ich. Interessant. Level up. Ja, das war's mit dem Level Up. Ducken kann ich mich nicht so richtig, zumindest nicht dadurch. Also geht's runter. Ja, das ist auch zu. Ja. Gut, ich glaube auf die andere Seite des Rades komme ich zumindest von hier wirklich nicht. Haufenweise Skelette. Wirkt Gift eigentlich gegen Skelette? Als Rollenspiel-Fan würde ich ja normalerweise nicht vermuten. Oh, oh. Gut, dann. Erstmal euch da weg. Ich sehe doch hier den Schalter. Wenn ich mir nicht wirklich sicher bin, was der macht. Und hier ist ein Speicherpunkt, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Erfahrung ist etwas kürzer, vermutlich als der letzte Level. Und da unten ist noch Erfahrung, das ist auch immer gut zu wissen. Shit. Noch immer noch welche. Gut, dann probieren wir doch mal. Lass mal das auch noch weg. So, Erfahrung mitnehmen und. Och, Leute, wie viel kommen denn noch von euch? Gut. Dann machen wir hier mal das drauf. Sehr gut. Dann kann ich mich ja jetzt um die Erfahrung kümmern. Gut, und wie komme ich jetzt da runter?
Ne, da scheint nichts zu gehen. Hier sieht's nirgendwo aus. Auch nicht so, als wäre der Boden irgendwie brüchig. Da ist also die Wand. Oh shit. Na, muss ich aber mit ihr machen. Gut. Secrets wieder 2, ja. Ich vermute einfach mal, dass Secrets solche Sachen mit pur sind. Wow. Sehr gut. Gut. So, ich lass mich mal kurz runter. Nein. Ich denke, da ich auch eben auf der anderen Seite runtergesprungen bin, geflogen bin, dass dort nichts ist. Machen wir hier das gleiche nochmal. Sag mal, was ist hier los? Bricht hier alles zusammen? Oh shit. Wechsle ich mal lieber, bevor sie tot ist. Sag mal, wo kommen die ganzen Teile her? Da oben ist gleich nur ein Pendel. Trotzdem. Gut, hält's immer gern gesehen. Hier ist ein Pendel. Ups. Oh. Mit dem Vieh muss ich noch mehr hoch. Okay, das war meine Schuld. Wie viele von euch denn noch? So. So. Na, das war ein bisschen zu niedrig. Oh shit. Das war nicht so geplant. Wie man hoffentlich vermuten kann. Nehmen wir es doch mal. So. Ja, auch wenn ich wieder von hier unten jetzt kommen muss. Boah. Das wäre echt schlecht, wenn das da unten in den Abgrund geflogen wäre. Haha, Abkürzung. Wie, und dann ist hier oben nicht mehr was drauf? Da bin ich so elegant. Oh, wow. Ich will hier rein. Shit. Bingo. Orb of Energy. Das hört sich nach Maximum Energy. Bringen wir es mal zu unserem Magierfreund. Gut, da sollte ich nicht allzu tief runter. Das war dämlich. Ein Hoch auf meinen großen Kämpfer hier. Oh shit.
Komm. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ah, da unten war Erfahrung. Ich weiß nicht, wo da Erfahrung war, aber... Ups. Nein. Achso, das ist ein Balken, der mit runterfliegt. So. Hier unten hatte ich ja, glaube ich, alles. Ja. Also, jump, jump, jump. Auf geht's hoch. Ich lasse mich noch mal kurz runter. Nö, sieht eigentlich recht gut aus. Autsch. What? Das war unfair. Der ist doch in der Luft gespawnt. Wow. Eieiei. Das ist gerade aber... Nein. Nicht schon wieder. Ich habe den falschen drin, kann nicht. Den dummen Walljump machen und bam. Fortschritt. Boah, das war ein unfairer Trick. Aber ich bin irgendwie da durchgekommen. Sehr schön. Nö, ich glaube, das war's auch da für den Moment. 16 von 30, 13 von 20. Na, ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Darum spare ich mir auch den Cut einfach mal. Ja. Komm, ich will das packen. Nein! Scheiß Gummiband. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das vermutlich da einhaken kann. Hm. Stopp. Wenn ich... Mach ich's doch mal so. Das hole ich vor. Komm her. Aha. Komm, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Danke. Okay, eine... Nice. While trying to learn the Lufus Fibers further, has discovered the conjured triangle shape platform. Interessant. Das sieht in jedem Fall so aus, als würde es sehr... Handy, komm mal so. Hat da nicht irgendwer gerade was von einer... Bodenplattform? Dann probieren wir doch mal.
dreht sich trotzdem so rum. Ja, etwas Gutes hatte das Ganze. Aber das mit der Wooden Platform habe ich noch nicht so ganz raus. Okay. Kann ich es auch irgendwie drehen? Dass nur die Oberseite das ist. Ja, die sieht eigentlich ja genauso aus. Hm. Komm. Nein, ich will. Yes, das Teil will ich bewegen. Und go. Shit. Shit. So. Du holst das mal bitte ein bisschen runter. Das war vielleicht wackelig. Es geht hier weiter. Das war unfair. Ich hätte nicht gedacht, dass es da weitergeht. Auch sehr nützlich, sich das zu merken. Ups. Ups. Dass ich mich während mit dem Teil drauf bewegen kann. Das ist im Koop ja sowieso so viel leichter. Beim Koop kann der Zauberer zum Beispiel auch eine Kiste beschwören und Krieger stellt sich drauf und er bewegt einfach die Kiste mit dem Krieger. Beziehungsweise kann er es nicht auch allein und ich habe bis dann immer nur die Möglichkeit komplett ignoriert. Wieso sagt mir das auch keiner von euch? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das wäre schon ein bisschen dämlich. Ich höre doch, wie sie hier unten alle spawnen. So. 18 von 20 an Erfahrung. Gut, danke. Und ich höre sie wieder spawnen. Kriege ich einen Pfeil ab. Und der nächste spawnt. Womit spucken die eigentlich Feuer? Die haben doch nicht mal Arten. So, als allererstes. Punkt einlösen. Leute wieder beschwören. Glücklich sein. So, dann als nächstes. Nee. Das Teil kann ich nicht greifen, während ich draufstehe. Also habe ich es nicht komplett vergessen. Ja, da fliegt er. So, war's das? Gut. 27 von 30 und es fehlt noch ein Secret. Das beunruhigt mich.
was haben wir denn hier? Da haben wir das Secret. 27 von 30? What? Da unten sieht man wieder das Ende der Karte. Das war eine. Probieren wir doch mal meinen Schwebetrick. Schwierig, die Balance zu halten, muss ich sagen. Yes. Mainz Master. Endlich mal wieder alle Erfahrungen. Pendant of Guardian. 30 von 30, 20 von 20. Increasing maximum energy bei 15%. Ah, sehr schön, sehr schön. Yep, collect all experience. Wow. Naja. Dann kann ich auch jetzt halbwegs beruhigt hier durchgehen. Einfach nur nach vorne. Mit dem Wissen, dass nichts mehr fehlt. Und der Level sowieso jetzt gleich zu Ende sein wird. Nämlich jetzt. Gut. Bramblestoke Village gibt's beim nächsten Mal. Macht's gut.